Hallo, es ist wunderschön sonnig. Das schmeißt zwar die Lichtverhältnisse so ein bisschen durcheinander, aber es macht ja nichts. Wir können uns ja trotzdem freuen. Eigentlich wäre es heute natürlich wieder Zeit für einen Top 5 Wednesday, aber zu dem Thema von dieser Woche habe ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Es geht nämlich um die schlechtesten Enden von Reihen. Und ich lese gar nicht so viele Reihen. Und diejenigen, die ich gelesen habe, also sowohl Reihen als auch Trilogien, haben eigentlich ziemlich zufriedenstellend geendet und diejenigen, wo ich nicht so zufrieden war, da kriege ich keine Top 5 zusammen, also beim besten Willen nicht. Deswegen lasse ich dieses Mal das Thema ausfallen und beteilige mich nicht daran. Hab dafür aber zwei ganz tolle Buchtipps für euch, für die ich mich wirklich freue, sie euch vorzustellen. Diejenigen, die mich bei Facebook verfolgen, haben von dem einen Buch schon mal das Cover gesehen und aus dem anderen einen Satz gehört. Und ich habe schon angekündigt, dass ich sehr begeistert bin, auch so ziemlich von Anfang an und euch unbedingt davon erzählen muss. Es sind zwei relativ unterschiedliche Bücher, einmal ein Roman und einmal ein Jugendbuch. Und ich würde einfach mal mit dem Roman anfangen. Ihr könnt ja die Titel der Bücher schon im Videotitel sehen. Das heißt, wenn euch nur eins von beiden interessiert, ihr müsst euch nicht beide angucken. Völlig klar. Aber ich dachte, ich packe beide in ein Video, weil extra Videos zu machen, fand ich dann auch irgendwie schwachsinnig. Ne? Das erste ist Drei auf Reisen von David Nichols aus dem Kain und Aber Verlag. Ich habe dieses Buch ja, nee, ich habe es nicht geschenkt bekommen, aber ich habe es mir nach Weihnachten gekauft. Habe von David Nichols schon zwei an einem Tag gelesen. Ich weiß, dass er noch andere Bücher veröffentlicht hat, von denen ich auch schon gehört habe, aber die ich noch nicht gelesen habe. Und Drei auf Reisen hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch von Anfang an schon. Es hat irgendwas über 500 Seiten, also knapp über 500 Seiten. Und es geht um eine Familie, die auf Europareise geht. Und zwar ist es so, dass ich muss wieder die Namen nachgucken, es ist mir echt. Ich habe es gerade erst zu Ende gelesen und trotzdem. Und zwar ist es so, dass der Sohn von Connie und Douglas, der heißt Albie, bald studieren gehen wird. Und sie haben geplant, bevor er von zu Hause auszieht und bevor er anfängt zu studieren, dass sie gemeinsam nochmal durch Europa reisen als Familie. Und das soll auch so eine Art Bildungsreise werden. Conny ist nämlich Künstlerin. Das ist das Metier, mit dem sie sich auch sehr gut auskennt und gerne beschäftigt. Und sie möchten ihrem Sohn gerne berühmte Kunstwerke zeigen, Architektur. Es soll also wirklich auch eine Bildungsreise werden und nicht einfach nur ein bisschen Spaß. Und naja, ganz ehrlich, Spaß ist in dem Alter auch relativ, wenn man mit seinen Eltern auf Reisen geht, aber ihr wisst schon, ich meine, er ist 17, glaube ich. Ja, er ist 17. Leider ist es so, dass Connie Douglas kurz vor Beginn der Reise mitteilt, dass sie nicht weiß, ob sie deren Ehe fortführen möchte. Also sie sagt mitten in der Nacht, dass sie glaubt, sie möchte sich von ihm trennen. Und trotzdem will sie diese Reise noch angehen, will auch erstmal gar nicht weiter über das Thema sprechen, sondern erst, wenn sie wieder zurück sind. Douglas fällt natürlich aus allen Wolken. Er hat immer gedacht, sie sind glücklich verheiratet und alles wäre gut und vermutet, dass es daran liegt, dass ihr Sohn jetzt auszieht und dass sie nicht weiß, was sie jetzt mit ihnen beiden alleine zu Hause anfangen soll oder so. Und tatsächlich machen sie sich dann auf den Weg und insgesamt ist es ein ziemlich ernsthaftes Buch, ein Buch, in dem sich hauptsächlich Douglas damit auseinandersetzt, inwiefern sein Leben so verlaufen ist, wie er es gerne hätte und inwiefern er sich eigentlich in seiner eigenen Familie manchmal als Fremder fühlt. Wir erfahren auch, wie er und Connie sich kennengelernt haben und wie ihr gemeinsames Leben so begonnen hat und verlaufen ist und so. Und es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass er sich als eine Art Außenseiter in der eigenen Familie fühlt. Er kennt sich mit Kunst nicht besonders gut aus. Er hat das Gefühl, mit der Zeit immer mehr den Kontakt zu seinem Sohn verloren zu haben, dass er und seine Mutter öfter mal zusammenhalten und er nicht weiß, wie er darauf reagieren soll, dass er auch oftmals die falschen Dinge zu ihm sagt, die er eigentlich gar nicht so meint. Und er setzt sich dann eben damit auseinander, einmal natürlich, wie er seine Ehe retten kann und auch die Beziehung zu seinem Sohn. Natürlich, man kann sich vorstellen, mit den Voraussetzungen ist es ziemlich schwierig, gemeinsam zu verreisen und auf engem Raum gemeinsam unterwegs zu sein. Letztendlich ist es aber trotz der ernsthaften Themen eigentlich ein Buch mit viel Leichtigkeit und viel Humor. Es ist ganz schön, man besucht bekannte europäische Städte, erfährt darüber auch ein bisschen was, allerdings keine großen Abhandlungen über Kunst, sondern es
spielt eine kleine Nebenrolle weiterhin, weil Douglas auch versucht, sich da ein bisschen weiterzubilden. Und dementsprechend ist es nicht einfach nur schwermütig, sondern man kann es auch mit einem gewissen Humor sehen. Es ist einfach ein Buch voller Gegensätze. Ich meine, da haben eine Künstlerin und ein Wissenschaftler geheiratet. Man kann sich schon vorstellen, dass es da einige Probleme gibt und dass die beiden sehr unterschiedlich sind. Und natürlich fragt man sich eigentlich, was sie eigentlich zusammengeführt hat und was sie eigentlich zusammenhält, was unter dem Aspekt auch ganz interessant ist zu lesen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich fand es wirklich gut, wirklich schön. Es hat jetzt nicht diesen Roadtrip-Charakter, wie man erst denkt, weil das Ganze viel, viel ruhiger ist und langsamer und weil einfach das Hauptaugenmerk nicht auf dieser Reise liegt, sondern wirklich auf dem Sinn dahinter. Schaut es euch mal an. Also mir hat es wirklich gut gefallen, auch von Anfang an. Es gibt ja Bücher, in die liest man rein und weiß nach 5 Seiten, okay, das wird ein gutes Buch und so eins war es auch. Ein Buch, das von mir 5 Sterne bekommen hat und das, nachdem mein Lesemonat Februar ja eher, ich will es nicht anspruchslos sagen, aber so ein bisschen trivial war und vor allem, nachdem ich den ganzen Monat über kein so richtiges Highlight hatte, habe ich mich gefreut, mal wieder eins in die Hand genommen zu haben. Das zweite Buch, das ich euch gerne zeigen möchte, da habe ich überlegt, ob ich überhaupt einen Buchtipp mache, weil ich weiß, dass es im Moment in aller Munde ist, dass alle es gerade lesen oder gelesen haben. Aber irgendwie dachte ich, ich muss auch noch mal was dazu sagen, und zwar Eleanor Park von Rainbow Rowell. Also ich habe es auf Englisch gelesen, aber es heißt auf Deutsch auch Eleanor Park, von daher. Oh, jetzt ist es ausgegangen. Da ist es. Ja. Eleanor Park ist ein Jugendbuch und es geht um Eleanor und Park, also Eleanor, ein Mädchen, Park, ein Junge, die sind beide 16 und lernen sich im Schulbus kennen. Eleanor als Neue und Park hat da schon ewig seinen Platz und so weiter und so fort. Und Eleanor fällt ihm gleich auf, weil sie einfach eine unglaublich auffällige äußere Erscheinung hat. Also einmal hat sie leuchtend rote Haare und sie hat auch eine ziemlich verrückte Art und Weise, sich anzuziehen. Sie ist nicht ganz schlank, also es wird nie genau beschrieben, wie dick sie wirklich ist, aber ich habe es jetzt so verstanden, dass sie eben nicht super schlank ist, aber jetzt auch nicht gerade aufpassen muss, ob sie durch die Bustür passt. Also, na, aber ihr wisst schon, ihr könnt es euch vorstellen, rote Haare, neues Mädchen, verrückt angezogen, nicht die Topmodel-Figur, sie fällt auf so. Und Park ist so jemand, der nicht super beliebt ist, aber auf dem auch nicht rumgehackt wird. Er fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Er kennt die Leute auf der Schule schon relativ lange, die kommen alle aus einer Nachbarschaft und war noch mal befreundet und so und alles ist ein bisschen auseinandergegangen, aber sie hacken jetzt nicht auf ihm rum, weil sie hat ja eine ganz bequeme Position und die will er eigentlich auch nicht aufgeben. Jetzt ist es so, dass neben ihm der einzige Platz im Bus frei ist, wo noch jemand sitzen kann und da setzt sich Eleanor hin und sein erster Gedanke ist: Scheiße, mit der will ich nichts zu tun haben, ich habe keinen Bock auf Ärger. So. Und dann verfolgen wir die beiden dabei, wie sie täglich miteinander Bus fahren und sich so ganz langsam annähern, auf so eine ganz charmante Art und Weise. Also sie fängt heimlich an, seine Comics mitzulesen und er bemerkt es und dann irgendwann lässt er sie mitlesen und so entwickelt sich das dann immer weiter. Und das Schöne an dem Buch ist einmal, dass die beiden eben so sind, wie sie sind. Also beide haben so ihre Eigenarten, beide sind vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, aber das macht gar nichts. Also Eleanor hat damit an der Schule schon große Schwierigkeiten und trotzdem kommt sie zurecht. Sie haben auch ganz interessante Familienverhältnisse. Also Eleanor ist nach einem Jahr, den sie bei Pflegeeltern verbracht hat, wieder zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater gezogen, der sie vorher rausgeschmissen hat dort. Warum erzähle ich euch jetzt nicht, aber sie musste jedenfalls ein Jahr woanders unterkommen, bis sie dann wieder zurückkehren durfte. Also alles ziemlich schlimme Geschichten. Und was das Besondere an diesem Buch ist eigentlich, dass es wirklich hauptsächlich, natürlich erfahren wir auch diese familiären Umstände und das ist alles auch sehr, sehr traurig tatsächlich, aber hauptsächlich geht es wirklich um diese Beziehung zwischen Eleanor und Park und ich finde es total erstaunlich, dass Rainbow Rowell, was für ein Name, dass sie es geschafft hat, das so zu beschreiben und das Hauptaugenmerk wirklich auf die Gefühle der beiden zu legen. Man erfährt, man bekommt die Geschichte auch aus beiden Sichtweisen erzählt, immer abwechselnd und dass es trotzdem niemals kitschig wird und dass man niemals denkt, pff,
jetzt hast du es aber übertrieben, jetzt reiß dich mal zusammen oder so, sondern es ist immer wirklich wahnsinnig schön und man kann die beiden immer gut nachvollziehen und wie sich alles so langsam aufbaut und wie sie sich immer wichtiger werden und auch wirklich irgendwann das Wichtigste sind, was sie haben und sich da auch so ein bisschen aneinander festklammern, weil sie einfach merken, dass ihnen so jemand die ganze Zeit gefehlt hat. Also das zu lesen ist schon sehr, sehr schön, muss man schon sagen. Und auch wahnsinnig realistisch irgendwo. Also natürlich, so eine Liebesgeschichte ist schon was Besonderes, völlig klar. Aber realistisch im Verlauf und realistisch auch in den Reaktionen von Eleanor manchmal, die ihn dann immer wieder wegstößt, weil sie sagt, naja, wer weiß, ob ich überhaupt auf dich vertrauen kann und so. Und es hat große Freude gemacht, das zu lesen und zu schauen, wie es mit den beiden weitergeht. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Ich weiß, dass es einen Riesenhype gibt um das Buch und dass man da manchmal irgendwie automatisch abgeneigt ist, weil man es nicht mehr hören kann. Aber wenn ihr gerne Jugendbücher lest und wenn ihr gerne schöne Liebesgeschichten lest, dann kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Und generell auch die Autorin. Ich habe von ihr schon Fangirl gelesen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich werde jetzt auf jeden Fall noch mehr von ihr lesen. Schaut euch das Buch mal an. Also ich habe auch jetzt ein bisschen abgewartet, weil ich dachte, ja, die Erwartungen werden dann einfach auch so groß. Wenn alle drüber sprechen und die meisten sind ja wirklich begeistert, dann denkt man irgendwann, das Buch kann die Erwartungen doch gar nicht mehr treffen. Aber das hat es tatsächlich. Sonst würde ich es euch nicht zeigen. Überlegt es euch mal. Für mich hat es sich gelohnt. Schreibt mir mal, ob ihr irgendwas davon schon gelesen habt oder noch lesen möchtet. Vielleicht habt ihr ja auch schon länger überlegt, oh, jetzt verschwindet die Sonne langsam. Aber ich komme auch zum Ende. Vielleicht habt ihr auch schon überlegt, was davon zu lesen. Ansonsten besucht mich bei Facebook und ich freue mich auf ein neues Video und dann hoffentlich auf den nächsten schönen Top 5 Wednesday. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!